Ja, ich fange mit Thomas Fisshorn an, denn eigentlich wäre er der Kandidat gewesen für die Bundestagswahl 2021. Überraschenderweise, Herr Fisshorn, nein. Ja, ich habe mich am Ende für etwas entschieden, nämlich für den Verbleib in Volkmarsen bei der Raiffeisenbank, in dem Beruf als Bankkaufmann, den ich gelernt habe. Ich habe mich auch für etwas anderes noch entschieden, nämlich im Ehrenamt Politik weiterzumachen. Wir sind ja hier in Volkmarsen. Hinter mir ist das Rathaus, in dem ich ehrenamtlich Politik gestalte. Und ich freue mich auch, dass die Präsentation des neuen Kandidaten hier in Volkmarsen stattfindet, an der Schnittstelle zwischen den beiden Kreisteilen, der Waldkreis, der Bundestagswahlkreis Waldeck. Kassel-Land ist ja aus zwei Kreisteilen zusammengesetzt. Wir sind in Volkmarsen die Schnittstelle als Teil des Altkreises Wolfhagen und jetzt Teil des Landkreises Waldeck-Blankenberg. Und ich hatte es mir ursprünglich anders überlegt, als ich aus dem Bundestag ausgeschieden bin, aber inzwischen wieder so gut in meiner Bank angekommen, dass ich sage, das ist das, was ich die nächsten Jahre im Hauptberuf machen möchte. Und freue mich, dass es uns jetzt gelungen ist, einen Kandidaten auch zu präsentieren, der das Anforderungsprofil, so wie ich es mir vorgestellt habe, auch weiter erfüllen kann, sodass diese Region dann auch mit einem starken Vertreter in der Zukunft auch in Berlin aufwarten kann und dort ordentlich Politik gemacht wird. Ja, Armin Schwarz, Kreisvorsitzender der CDU Waldeck-Frankenberg hier. Und seit heute in der Pressekonferenz designierter Kandidat für den Bundestag. Wie überrascht ist man, wenn so jemand wie Thomas Fisshorn sagt, hat alles viel Spaß gemacht, aber viel mehr Spaß macht mir das Ehrenamt und mein Beruf. Zunächst einmal ist es wichtig, Thomas Fisshorn zu danken für das, was er für die Region, für unsere Heimat, aber auch für gesamt Nordhessen geleistet hat. Als Bundestagsabgeordneter, als Politiker. Und das ist jetzt eine persönliche Entscheidung, die Thomas Fisshorn mit seiner Familie getroffen hat für seine Tätigkeit als Bankkaufmann bei der Heimischen Bank. Und insofern, das muss man verstehen, dass es dann an einer solchen Wegscheide dann eine Entscheidung für etwas gibt. Auf der anderen Seite will ich sehr deutlich sagen, Thomas Fisshorn hatte immer meine volle und ganze Unterstützung als Kreisvorsitzender bei einer möglichen weiteren Kandidatur. Da habe ich nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich seine Wiederkandidatur in vollem Umfang unterstützt hätte. Daran hat sich nichts geändert. Deswegen war ich auch zunächst einmal überrascht. Aber als Kreisvorsitzender muss man eine Antwort geben auf eine Fragestellung. Man kann eine solche Situation weder unkommentiert noch unbeantwortet lassen. Und nach mehreren Tagen des Nachdenkens, aber auch nach vielen, vielen Gesprächen, die ich geführt habe, nach vielen Impulsen, die dann mir gegeben wurden, bin ich dann zu einer Entscheidung gekommen, dass man in zeitnahem Abstand sagen muss, wie geht die Reise weiter. Ich will kein Geheimnis daraus machen. Bereits am Montag dieser Woche hatten wir eine Kreiskonferenz, wo das auch ein Thema war. Und an mich die Kandidatenfrage oder die Bitte herangetragen wurde, zur Verfügung zu stehen. Da habe ich mich noch nicht geäußert. Verschiedene weitere Gespräche sind geführt worden, unter anderem auch mit dem Bezirksvorsitzenden, Bundestagsabgeordneten Bernd Siebert, der mich aufgefordert hat, für eine Kandidatur bereit zu stehen, genau wie unser Ministerpräsident und der Landesvorsitzende Volker Bouffier. Abschließend kann ich feststellen, all diese unterstützenden und aufmunternden Worte haben mich natürlich nicht unberührt gelassen. Und der Denkprozess, auch wenn die Frage bei mir nicht auf der Tagesordnung war, hat mich dann dazu bewogen, am Freitag der vergangenen Woche noch den geschäftsführenden Kreisvorstand der Partei, der Waldeck-Frankenberg, zu Rate zu ziehen. Und auch hier wurde ich wiederum gebeten, dieses jetzt auch zu entscheiden und zu kommunizieren. Und von daher stehe ich, wenn mich die Delegiertenversammlung für den Wahlkreis
Anfang des nächsten Jahres wählt, als Kandidat auch gerne zur Verfügung.